was trinken gehen? Ja. Magst du mal eben reingehen? Das hat. Nein, das muss hey. Ich falsch verstanden haben. Hey, Katrin, ist alles okay? Lass die Frau los! Bitte, lass mich in Ruhe, bitte! Greife! Ruf jetzt die Polizei! Hey! Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Sie haben uns angerufen? Ja, genau. Guten Tag. Okay, das Kind, gehört das zu Ihnen? Ja, das ist mein Sohn. Kann er vielleicht reingehen? Ja. Magst du vielleicht ins Haus gehen? Ja. Okay, danke dir. Ich eben kurz rein. Papa kommt gleich, ja? So, wir knacken das Ding mal. Ja. So, jetzt bitte nicht so mitfilmen, ja? Wie ich das mache? Das ist nicht so jetzt. Wie heißt ihr? Katrin. Frau Weichsel! Frau Weichsel, sind Sie allein? Hier ist alles durcheinander. Ist der Mann hier noch? Frau Weichsel? Ganz ruhig, ganz ruhig. Beruhigen Sie sich. Können Sie sich aufsetzen? Mama, Maus, was ist passiert? Alles ist in Ordnung. Wir sind da. Na? Was ist das? Was hat er dir angetan? Hamid, ich bin einfach nur ganz blöd. Mein RTW, ne? Gefallen. Ja, super. Du bist gefallen. Ich hab das doch gesehen. Nein, wer war das denn? Ich bin da blöd drüber über die Bettkante da gestolpert. Und dann bin ich hier hingefallen. Wie haben Sie sich denn die Bluse zerrissen? Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall. Diego, wir bräuchten einen Rettungswagen. Nee, ist alles ruhig. Ist alles ruhig. Sie sind bestimmt ein bisschen verwirrt. Beruhigen Sie sich erstmal, atmen Sie tief ein. Kannst du tief einatmen? Du kannst alles sagen. Ruhig bleiben. Wir sind jetzt hier, ja? Du kannst alles sagen. Da war jemand am Fenster, ich hab's ja gesehen. Komm, vielleicht heben wir sie einmal kurz aufs Bett, ja? Kommen Sie mal einmal hoch. Geht das? Ja? Also Rettungswagen ist bestellt. Einmal. Kommen Sie her. Setzen Sie sich mal hier auf vielleicht die Platte. Vielleicht können Sie meinem Kollegen noch mal ganz genau erzählen, was passiert ist. Ich bleib bei Ihnen, ja? Genau. Okay. So. Kommen Sie mal mit. Wollen Sie mir nicht sagen, was passiert ist? Nein, es ist alles gut. Ist alles gut. Ich bin einfach nur blöd gefallen hier. Wie sind Sie denn hier blöd gefallen? Das ja, ich bin hier mit meinen blöden Flipflops bin ich hier über das Ding gestolpert. Und dabei haben Sie sich so derartig die Bluse zerrissen. Das ist ganz blöd gelaufen. Und was ist hier mit den Malen? Gucken Sie mal, das sieht doch aus, als ob da jemand zugegriffen hat. Nein, da ist nichts. Das Opfer möchte offensichtlich nichts zum Angriff des Mannes sagen. Aufgrund der Verletzungen rufen die Polizisten einen Rettungswagen. In der Zwischenzeit sichten sie das Handyvideo der Zeugin. Meine zerreißt ja die Klamotten, siehst du? Ja, wir müssen mit ihr nochmal sprechen. Es kann sein, dass sie jetzt vielleicht verwirrt ist, dass das zu viel Druck ist insgesamt. Ne? Können wir das Handy mal ganz kurz haben für die Nachbarin? Weil wir wollen sie gerne damit konfrontieren, um einfach dann ein bisschen was auszuprobieren. Was ist hier los? Hier, hier. Hallo! Frau Weichsel! Frau Weichsel! Warten Sie! Warum laufen Sie denn jetzt weg? So. Weil ich hab nichts. Ich brauch keine Hilfe. Es ist alles in Ordnung. Frau Weichsel, das ist ein Blutdruckmessgerät, ja? Damit geht man noch nicht spazieren und nicht auch nicht gerade. Das ist jetzt auch ein merkwürdiges Verhalten. Ich kann ja verstehen, wenn das zu viel Druck ist für Sie alles, ne? Die Polizisten können die misshandelte Frau nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen. Und es wird noch komplizierter. Der Täter hat anscheinend auch eine Schmuckkassette gestohlen. So, Ihre Freundin und Nachbarin hat ja gerade gesagt, dass hier normalerweise eine Schmuckschatulle sich aufhält, in den Kindersachen. Ich weiß nicht, warum das sich in Kindersachen überhaupt aufhält. Na, ich habe immer meine zwei Neffen hier. Die kommen ab und zu Besuch und dann haben sie ganz viel Spielzeug bei mir. Und zum Schmuck selber, was hat da drin gefunden? Was war das für eine Kassette? Da waren Uhren, Armbänder, Ketten, ganz normal. Und das war das ganze Hochwertige, die ganzen Sachen, damit das keiner mitnimmt. Hast du es extra da? Das habe ich dir geschenkt, wirklich. Ich brauchte das. Das hättest du mir doch erzählen. Die stand doch jetzt gestern noch da. Ja. Vielen Dank für alles, was du für mich tust. Ich werde dir das nie vergessen, versprochen. P, wer ist P? Das ist ein alter Zettel. Das sieht aber relativ, also der Zettel ist zwar zerknüttelt, aber der Post-it da drauf sieht sehr aktuell aus. Hast du eine Tüte mit? Ja. Ausgeräumt. Alex? Da ist nichts bei. Wir nehmen das mal mit, ja? Also für mich sieht das wirklich so aus, als ob sie hier irgendwen oder irgendwas schützen wollen, weil das hier ist kein Ausmisten, das ist hier alles Vollmüllen. Ja, und hier hat sich jemand, glaube ich, ihre Schmuckes beraubt. Und ich verstehe nicht, warum Sie der Sache nicht auf den Grund gehen möchten. Warum Sie uns anlügen? Das ist alles in euch. Ich bin so. Okay. Ich darf das alles nicht geben. Nein, manchmal habe ich meinen aggressiven Tag und dann schmeiße ich alles durcheinander. Wie gesagt, für uns ist das nicht glaubhaft. Das habe ich ja eben schon gesagt. Sie müssen jetzt auch nichts sagen. Sie kommen
kommen jetzt einfach mit zur Wache. Die Ermittler lassen die Wohnung von ihren Kollegen der Spurensicherung untersuchen. Auf der Wache übernehmen Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens und Kriminalkommissar Kai-Uwe Kadagis den Fall. Sie sichten zunächst das Handyvideo. Das sieht fast so aus, als ob er hier irgendwas zeigt. Siehst du das? Wenn man sich das mal genauer anguckt, als ob er hier irgendwas vors Gesicht hält. Oder sehe ich da jetzt Sachen, die nicht da sind? Komm, wir fragen es einfach. Ja. Kann ja nicht sein, dass sie davon nichts. Das ist ja Schwachsinn. Ja, das muss ich sagen. Ich bin gefallen, das ist ja definitiv nicht möglich. Nee, auch mit den Verletzungen. Also, wenn das ist, ne, wir halten uns bereit. Danke. Ne? Danke. Trinken für Sie, ne? Frau Weichsel. Wir haben uns jetzt gerade mal so ein Video angeguckt. Sie wissen ja von dem Video, Sie haben das Video ja gemacht. Ja, danke. Dieses Video zeigt eine Situation, die Sie aber völlig anders beschreiben. Sie sagen, Sie sind gestürzt. Auf dem Video ist davon aber nichts zu sehen. Ja, es war aber so, wie ich das gesagt habe zu Ihnen. Es ist so gewesen. Ich bin einfach gefallen. Nein, es ist falsch gedeutet worden. Sag doch mal die Wahrheit. Man sieht es doch auf dem Video. Es ist alles in Ordnung. Ich brauche keine Hilfe. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin überhaupt. Frau Weichsel, ich habe doch schon gesagt, wir können Sie schützen. Auch wenn Sie vielleicht den Täter kennen und jetzt dessen wollen. Alles in Ordnung. Frau Weichsel, kann ich auch mal was sagen? Also für uns sieht das so aus, dass Sie jetzt möglicherweise Angst haben, dadurch berechtigt. Ja, wir haben das Video auch gesehen. Aber möglicherweise kennen Sie auch den Täter und können uns weiterhelfen damit. Dirk, kommst du mal hin? Ja, was hast du denn? Okay. Ich brauche etwas Zeit. Ihr kriegt euer Geld. Ansonsten könnt ihr wie abgesprochen zu Katrin gehen. Sie weiß Bescheid und wird auch keine Probleme haben. Ganz im Gegenteil, sie steht euch komplett zur Verfügung. Was heißt denn das? Entschuldigung. Erreichen können Sie mir eine Telefonnummer? Ich werde mal bei den LKA anrufen. Die sollen uns mal einen Inhaber von der Nummer machen und vielleicht auch mal gleich gucken, wo sich dieses Telefon befindet gerade, ja? Frau Weichsel, kennen Sie diese E-Mail? Nein. Sunny P. Nein. Und ja, hallo, Frau Gies, grüß dich. Wollen Sie erst dran gehen? Vielleicht kannst du mal ganz schnell bitte einen Inhaber einer Mobilfunknummer. Die Telefonnummer auf dem Zettel gehört einem Mann namens Paul Weichsel, dem Bruder des Opfers. Offenbar versucht die Frau, ihn zu schützen. Frau Weichsel. Nehmen Sie sich ein Herz. Ja, wirklich. Erzählen Sie das jetzt sagen. Wir sind doch alle hier, um dich zu beschützen. Ja, es ist halt echt schwierig. Ja, was ist denn mit dem Paul? Vor kurzem ist halt ein Wasserrohrbruch bei ihm in der Firma gewesen. Ja, und da hat er sich eben halt Geld leihen müssen. Ich hatte eigentlich gesagt, dass er es von der Bank machen soll, aber die Bank hat ihm anscheinend nichts gegeben. Warum hast du denn mich nicht gefragt? Ich will niemandem zur Last fallen und gerade den Paul nicht. Nein. Naja, und dann hat er sich halt Geld geliehen von einem korrupten Typen. Ich kenne den nicht, keine Ahnung. Dann ist es halt so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, Paul, pass auf, er schuldet den Mann Geld. Ich habe mich bereit erklärt, dass ich eben meinen Fernseher und Schmuck und so weiter abgebe, dass er das erstmal bezahlen kann. Das heißt, Sie haben die reingelassen, damit die dann die Sachen fänden konnten. Genau. Und dann hat einer von denen das falsch verstanden und meinte, dass das ihren Körper mit beinhaltet. Richtig. Das waren zwei Täter. Haben wir das jetzt richtig? Zwei Täter waren das, die bei Ihnen im Haus waren? Ja. Die kennen Sie gar nicht? Sie haben die... Nee, ich habe den noch nie vorher gesehen. Die Experten der KTU haben in der Wohnung des Opfers Fingerabdrücke eines vorbestraften Mannes sichergestellt. Die Kripo-Kommissare sichten seine Akte. Der hat mal hier in dieser Dockhalle gearbeitet. Ein Türsteher. Ist also offensichtlich auch gewalttätig. Passt ja. Muss ja irgendwann im System sein. Ich ruf noch mal beim LKA. Ich geh erstmal auf die Dockhalle. Handyordnung endlich mal hier. Mögen Sie sich das mal anschauen, das Foto? Das ist eine polizeiliche Akte. Okay. Ja, okay, habt ihr schon was mit der Handyortung? Wo hat der Typ gearbeitet? Dockhalle 764. Danke dir. Da ist das Handy von Ihrem Bruder gerade eingeloggt. Genau in dieser Dockhalle. Guck mal. Aber da ist doch jetzt gerade, du hast mir gerade gesagt, der ist zu, oder? Du Scheiße. Was ist denn? Gib mir mal das Handy. Was ist denn los? Paul. Ey, süße Tippenmaus. Halt bloß die Fresse bei den Bullen.
Wir haben deinen Bruder. Aber weißt du auch wo? Doc hat es ihn, 6-4. Müssen wir hin. Alex! Alex! Ja. Wir müssen los. Kommen Sie mit, fahren wir den Kollegen mit. Wir geben mal hin. Die Kripo-Kommissare stufen die Täter als äußerst aggressiv ein. Sie lassen sich deshalb von den Schutzpolizisten zu der ehemaligen Fabrikhalle begleiten. Dort müssen aus Gründen der Sicherheit das Opfer und seine Freundin im Auto bleiben. Okay, okay. Auf Eigensicherung bedacht, durchkämmen die Polizisten systematisch das Gebäude. Dabei vernehmen sie schon bald Schmerzensschreie. Die Täter hatten das Opfer gefesselt und versucht, noch eine weitere Geldquelle aus ihm herauszupressen. Der Schmuck der Schwester war ihnen nicht genug. Ohne Eingreifen der Beamten wäre es schlimm ausgegangen. Er hat uns die Kohle nicht bezahlt. Über den Zins, das kann wohl keiner bezahlen. Ja, guck dir doch mal an, wie alt er ist. Meinst du von seinem Taschengeld oder was? Rolle. Wenn sich Geld leihen kann, muss er doch bezahlen können. Ja. Und was war hier mit der Dame? Was soll die für Leistung erbringen für die Schulden? Er hat gesagt, wir können uns bei ihr bedienen. So war das aber nicht. Komplett. Ja, komplett hat er wohl, glaube ich, anders gemeint. Was heißt komplett hier? Das war ein Missverständnis. Missverständnis? Das war gar nicht so gemeint. Wir können alles mitnehmen. Und sie ist willig, hast du gesagt. Nein, das war gar nicht so gemeint. Wertgegenstände könnt ihr mitnehmen, aber ihr könnt euch doch nicht an meine Schwester vergreifen. Wer ist denn der Verbrecher? Du verkaufst deine Schwester. Das war doch nicht so gemeint. Okay, ich glaube, wir haben hier noch einen. Hier, passt ihr. Nehmt ihr ihn mit, wir nehmen ihn mit. Genau. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Taxi. Gut, ihr das oder was? Dann machen wir. Alles klar. Gut. Ego, geht's alles gut? Alles gut? Ja. Ja. Doch, natürlich kannst du das annehmen. Ich kann dir das leihen. Ich habe Erspartes und das kannst du haben, wirklich. Aber mach nicht mehr so einen Scheiß, okay? Das war wirklich so ein Missverständnis. Die Täter werden wegen Erpressung, Nötigung, Hausfriedensbruchs, Freiheitsberaubung und Körperverletzung angezeigt. Die Opfer tragen keine Folgeschäden davon.